Beerdigung ist Argument, ja, weiß. Außer du hast einen schwarzen Bademantel, dann geht's auch klar. Ich glaube, man sollte prinzipiell überall Bademantel tragen. Ich glaube, man sollte auch bademantelfreundlicher werden in der Gesellschaft. Wie lange warten Sie schon? 55 Minuten genau genommen. Ich warte hier seit 10 Minuten nach 14 Uhr. Seit 3:15 Uhr. Gestern Abend sind wir gekommen, haben natürlich, wie das bei einem guten Konzert der Fall ist, auch hier seit gecampt, selbstverständlich. Haben Sie den Bademantel hier angezogen oder waren Sie schon in der U-Bahn damit unterwegs? Habe erst da angezogen, weil in der U-Bahn wieder trägt. Das ist wie eine zweite Haut, den habe ich sowieso schon seit Monaten an. Also mittlerweile verschmilzt auch gerne, gerne normalerweise nichts drunter. Ja, das ist jetzt nur, damit die Leute auch nicht zu Schaden kommen, haben wir Rücksicht genommen. Ja. Und an welchem Ort darf man auf gar keinen Fall einen Bademantel tragen? In der Sauna. Und sonst kannst du eigentlich überall anziehen. Beerdigung ist Argument, ja, weiß. Außer du hast einen schwarzen Bademantel, dann geht's auch klar. Ich weiß nicht, ob es gut kommt, aber... Ich glaube, man sollte prinzipiell überall Bademantel tragen. Ich glaube, man sollte auch bademantelfreundlicher werden in der Gesellschaft. Ja. Ich finde, diese ganzen Anwälte tun mir sehr leid, wenn sie den ganzen Tag so rumlaufen müssen. Vielleicht da auch ein bisschen entgegenkommen und öfter entspanntes Rosa tragen. Bademantel als Grundrecht. Bademantel für jeden und überall. Das macht sich auch beim Begräbnis gut. Ich finde, es muss überall sein. Muss überall möglich sein. Ich möchte sagen, in der Kirche. Dort, wo man nicht schwimmen geht, sollte man kein Bademantel tragen. In der Sauna. Und wieso nicht? Geht nackt in der Sauna. Was sonst?